Willkommen zurück. Weiter geht's mit Rosa von Vaatre, nicht von Atre. Sie möchte uns irgendwas zeigen, deswegen verfolgen wir sie mal ganz unauffällig. Ihre Wache ist sie losgeworden. Können wir ihren Schritt beschleunigen? Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, we'd move around in the open air. A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Okay. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know, there's much more fun in doing things you shouldn't. If that's what the lady wishes, just don't want to see anyone crying later. I've a hanky for you, just in case. On guard! Ja, ich glaube auch, dass ich derjenige bin, der hinterher... Autsch! Weint. Jetzt darf ich nur die Wachen nicht treffen. You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. Das ging jetzt wesentlich schneller als mit den Übungsschwertern. Hier stehen ihre Haare gerade so witzig ab. By the way, how do you get interested in fencing? I was bored. I've no friends here. Papa keeps me on a short lead. It's banquet after banquet after banquet. I detest banquets. Boring conversations, terrible food, and weak booze. Exactly. At least with a sword in hand, I can have some fun. You know, blow off steam. All right, what's next? We should return. Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward. But would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Shit, she ran off. Anything happens to her, Vaatre will kill me. Need to find her. Uh-oh. Okay. Ich habe keine SMS bekommen. Ich muss gerade mal schnell gucken. Ach so, das war nur... Okay. Ich sollte vielleicht da wieder den Ton ausmachen. Meine Mutter wollte nämlich noch anrufen. Wahrscheinlich werde ich in ein paar Minuten wieder unterbrochen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich kann die Folge jetzt noch zu Ende aufnehmen. So. Hexersinne einsetzen. Waren wir nicht schon mal an so einer Brücke? War das nicht vielleicht sogar dieselbe Brücke, wo wir letztens schon mal was machen mussten? Für den Zwerg? Ja, Fußspuren untersuchen. Seven cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. Mhm. Man kann es ihr ja nicht verübeln. Trouble? Hauptsache, sie gerät nicht in eine Kneipenschlägerei oder irgendwas. Okay. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. She's Ambassador Vaatre's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, oh, we'll tempt the world ourselves. I believe you've offended the young lady.
Now apologize as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low and go be a patriot somewhere else. Lucas and Kobe. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. Was hat sie denn erwartet, wenn sie da draußen rumrennt? And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. I understand. Farewell, Geralt. And good luck on the path. Das ist halt das Problem, wenn man denkt, weil man adliger ist oder sonst was, man hätte eine bessere Behandlung verdient. Und wenn man sie dann nicht bekommt, seine Macht auszunutzen. Finde ich nicht gut, deswegen hat sie diese Antwort von mir bekommen. Die Dame muss noch ein bisschen was lernen, aber sie lernt natürlich auch nichts, wenn sie hinter verschlossenen Türen gehalten wird. Ganz wieder Kätzchen! 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 Okay. Wir sollten uns der Hauptquest wieder widmen. Zwar nicht nach Skellige, sondern die beiden Dinge. Wir gehen zu Markgraf Henkels Haus. Das sollten wir tun. Ach, wisst ihr was? Ich könnte mal plötzlich zu Hilfe rufen. Ich bin zu faul zum Laufen. Bin euch schon den ganzen Tag gelaufen. Let's go. Gefechtet. Reicht jetzt. They ought to never let your kind in, Novigrad proper. Look awfully suspicious to me. Uhaha, hallo, Gruppe, Leute, die ich jetzt besser nicht umreite. Oh! Mann! Ich bräuchte eine große, breite Straße und Tor, wo mein Pferd durchpasst. Ich folge einfach mal der Questmarkierung. Dreibergtor, das hört sich doch gut an. Komme ich durch. Allerdings darf ich nicht voll im Galopp dadurch, das ist verständlich. Na gut. Ich habe das Gefühl, es gibt so Wege, die reitet man immer ab, oder geht immer ab. Eigentlich sollte man ab und zu mal auch andere Wege einschlagen. Whoa. Da hat jemand ein bisschen gemalt. Oder ein Troll. Hier ist noch was los auf dem Markt. Ah, Sekunde, kurz mal absteigen. Gucken, ob der Schmied noch da ist. Ich habe noch ein paar Sachen zu verkaufen. Top-notch swords. Show me what you have in stock. Okay. Ich verkaufe nämlich alles das mal. Und die ganzen Sätze, weil ich bessere habe. Okay. Huch, diese Runen sind irgendwie, oder Klüfen sind neu. Ich könnte eigentlich auch mal welche, die so 2% oder sowas machen, verkaufen. Weil die setze ich eh nicht ein, weil ich dann bessere habe. Das ist auch 2.
5 Irden ist auch nicht schlecht. Okay. Was ist das denn? Mhm. Hier, so kann ich das nicht vergleichen, das finde ich gerade blöd. Stiefel ziehen. Ein Relikt. Hatten wir solche nicht? Stufe 16. Ach, kann ich nicht sogar selbst welche. Das kann sein, dass ich die sogar herstellen kann. Ich muss gleich mal gucken. Jetzt, wo wir Stufe 16 sind, könnte es sein. Wir können auf jeden Fall das herstellen. Das sieht ja bescheuert aus. Das ist für Stufe 17. Das ist für Stufe 23. Jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Wie sieht es mit den Hosen aus? Da fehlen mir Zutaten. Allerdings haben die anderen Werte sind alle niedriger. Und Katze immer noch Stufe 17. Das hier könnten wir, das ist Stufe 16. Ist halt die Frage. Im Prinzip mache ich dann eh Stufe 17, mache ich dann meine Katzenrüstung. Wenn ich dann alle Zutaten bekomme. Aber ich weiß nicht, wie schnell wir die jetzt erreichen. Was würde mir denn da eigentlich fehlen? Ein Oberkörper fehlt mir da. Ein Hemd. Mir fehlt ein Hemd? Wie kriege ich denn ein Hemd? Kann das irgendwer für mich herstellen? Ich mach gerade mal das da. Was mit dem Hemd? Das ist ja blöd. Krieg ich denn jetzt ein Hemd her? Diese anderen, diese Stiefel, waren die besser, die er verkauft? Ja, ich nehme mal die. Ach, er hat ein Hemd, er hat ein Hemd. Weil vielleicht stelle ich die Katzenrüstung auch einfach schon mal her, dann habe ich sie wenigstens. Nee, nicht zerlegen. Zurück zum Handwerk. Die Handschuhe sehen so dumm aus, dass ich sie einfach aus Prinzip nicht herstellen werde. So, Katzenhandschuhe. Verbesserte Katzenhandschuhe. Nochmal. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal Katzenhandschuhe herstellen, damit ich mit Level 17 die schon anziehen kann. Nein! Okay. Aber ich habe sie gleich zum Verbesser. Das ist dann Stufe 23. War dumm. Kann ich das hier kaufen? Was ist das denn? Ein Monsterzahn? Monsterzahn und Nägel bräuchten wir. Okay. Dran denken. Bei der anderen Rüstung jetzt nicht schon verbessern. Was fehlt mir da? Irgend so Leder. Diese Lederstücke. Muss ich gleich mal gucken. Kann ich sowas nicht auch herstellen? Muss denn mein... Handeln reparieren. Ich kann gerade mal alles reparieren. Verbesserung entfernen. Zerlegen. Bekomme ich irgendwo... Nee, das will ich eigentlich nicht zerlegen. Dieses Leder hier. Ich habe doch immer einen Haufen Zeug. Das ist Silberbarren. Leder und Schnur. Sehr gut. Mehr Leder.
Feldstück. Zerlegen wir das ganze Zeug gerade mal. Und jetzt müssen wir den größten Teil davon. Sollte, glaube ich, jetzt erstmal reichen. Machen wir mal Glas draus. Warum nicht? Jetzt weiß ich auch, wozu das gut ist. Und ich weiß nicht, ob ich das Zeug nicht verkaufen soll. Irgendwo Silber und Smaragd. Andererseits, weiß nie, wie man es gebrauchen kann. So. Nochmal runter. Da brauche ich immer noch Nägel und Dingens zu. Ich habe jetzt nochmal die Lederstücke gemacht. Moment, das Oberteil hatte ich nicht verbessert. Die Handschuhe hatte ich aus Versehen verbessert. Nägel und Monsterzahn kriege ich jetzt natürlich auch nicht so bald. Shit. Die Stiefel habe ich hergestellt. Bin ich gerade blöd. Oberteil habe ich hergestellt, Stiefel habe ich hergestellt, Handschuhe verbessert, das war blöd. Und die Hose fehlt mir noch. Er hat nicht so viel Zeug. Monsterzahn, nein, Nägel, ja. Kann sie natürlich nur um Stunden handeln, wenn ich mal wieder einen Monsterzahn bekomme. So, die Katzenhosen, das war's. Das können wir jetzt noch machen. Dann haben wir das schon mal. So long. Inventar. Zwischenzeitlich das Ding ansehen, auch wenn das noch beschissener aussieht als das andere. Und die zwei hebe ich mir dann auch auf. Für die Katzenrüstung vielleicht. Ja. Top-notch swords. Show me what you have in stock. Jetzt habe ich schon vergessen, die Schuhe auch anzuziehen. Ah, ich hasse es, wenn ich das tue. So long. Dauernd hin und her. So. Und nochmal verkaufen. Top-notch swords. Ja, ja, ja. Show me. Jetzt aber. So long. So, das Outfit werden wir ja nicht so lang tragen, weil dann bald das Katzen-Outfit ran darf. Sieht auch sehr bunt gemischt jetzt aus. Dann schaue ich gerade noch mal kurz auf die Karte da vorne rechts. Da sind wir ja dann schon, wo wir hin müssen. Und ich habe jetzt nicht so auf die Uhrzeit geachtet. Ich glaube, ich kann die Folge dann aber auch schon wieder beenden. What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Definitiv. Okay, da müssen wir beim nächsten Mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.